So, dann darf ich euch alle recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Webinar von Focus. Heute zum Thema Digitalisierung von HR-Prozessen mittels SAP-Tools. Und ich darf ganz herzlich begrüßen von Nummer 708 Michael Schäffler. Hallo Michael, herzlich willkommen. Hallo Armin, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, klasse. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, heute über das Thema Digitalisierung von Prozessen und jetzt über spezielles Thema, über spezielle Prozesse, nämlich HR-Prozesse, mit uns zu sprechen. Ich denke, also es gibt zurzeit ja kaum ein Fachgebiet, ein Wissensgebiet in der IT, was nicht von ja, dem kleinen Virus irgendwo geprägt ist irgendwo. Kannst du mal kurz abreißen, was für einen Einfluss hat das Thema Corona auch auf euer Geschäftsfeld, auf das Thema Digitalisierung im Bereich HR genommen? Ja, gerne. Also, wie sich jeder vorstellen kann, hat das Thema bei uns sehr große Wellen geschlagen. Das Thema halt Digitalisierung ist ja omnipräsent und auch schon seit Jahren in aller Munde. Aber nicht zuletzt durch die Corona-Krise haben wir hier natürlich eine verstärkte Nachfrage auf dem Markt wahrgenommen und Kunden sprechen uns an und wollen wissen, wie sie das am besten tun können. Wir als SAP-Beratungspartner haben da natürlich ein breites Portfolio von SAP-Möglichkeiten und das wäre ja dann auch das Thema für das heutige Webinar. Okay, klasse. Ich würde gerne ganz kurz nochmal erklären wollen, wie das Webinar abläuft. Es läuft in drei Teilen ab. Wir machen jetzt ein kleines Intro. Nach dem Intro haben wir eine halbe Stunde, wo Michael uns einführst in die Thematik, ein bisschen erzählst und sozusagen den Know-how-Transfer vollziehst zum Thema. Und im Anschluss haben wir einen Fragenteil. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können in der Fragefunktion, in der Chatfunktion ihre Fragen stellen. Ich würde sie dann an dich weiterreichen. Des Weiteren würde uns natürlich interessieren, aus welcher Branche stammt ihr? Wie habt ihr den Weg zu uns gefunden? Und was beschäftigt euch in dem Themenfeld Digitalisierung von HR-Prozessen? Schreibt uns gerne in den Chat eure Fragen. Und vielleicht kurzer Abriss für diejenigen von euch, die uns noch nicht kennen, zu Focus. Wir bringen Experten und IT-Projekte zusammen, heute aus dem Bereich HR-Prozess-Digitalisierung mit Hilfe von SAP. Ja, vielleicht kurz zum Hintergrund der Focus. Wir sind letztes Jahr tatsächlich 40 Jahre alt geworden. Wir haben jetzt einen Mitarbeiterstamm von knapp 400 Mitarbeitern, Umsatzvolumen von 40 Millionen. Sind mit unserem Schwesterkonzern der Focus Labs, wo wir uns auf das Thema SAP-Lizenzmanagement fokussieren, auch international tätig und unter der Marke Focus IT Solutions. Haben wir ja vier COCs, wo wir uns vor allem mit dem Thema Softwareentwicklung und Softwarebetrieb beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit IT-Systemen und Netzen und eben auch mit den Bereichen SAP und Geschäftsprozessdigitalisierung. Ich sage mal, aus der Schnittmenge heraus haben wir eben das Webinar heute mit Michael angesetzt. Für diejenigen von euch, die auch im Nachgang zu dem Webinar Kontakt zu uns aufnehmen wollen, hier nochmal die Koordinaten und wir freuen uns auch danach mit euch in Kontakt zu treten und in Kontakt zu bleiben. Ihr bekommt auch im Anschluss die Aufzeichnung dieses Webinars und könnt dann entsprechend nochmal die Inhalte nachvollziehen. Und dann auch nochmal in Korrespondenz treten. Michael, ich glaube, wir haben auch ja, ein kleines Schmankerl für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Webinars. Ein kleines Angebot, wie man danach weitermachen kann. Ich würde vorschlagen, da gehen wir dann einfach im dritten Teil darauf ein. Das Sehr würde gerne. wir dann. Gut,
Dann würde ich gerne an dich abgeben, Michael, und sage den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Spaß im Hauptteil. Gut, dann nochmal vielen Dank, Ramin, für die einleitenden Worte. Ich werde jetzt versuchen, meinen Bildschirm zu übertragen. Ich hoffe, das klappt. Vielleicht könntest du kurz bestätigen. Jawohl. Wunderbar. So, HR Digitalisierung mittels SAP-Prozesse und Formulare. Das ist das Thema für heute. Bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht noch ein Satz zu meiner Person. Michael Schäffler steht hier auf der Folie. Ich bin Geschäftsführer bei der Firma Projekt 0708. Bin seit über 20 Jahren im SAP-Geschäft, habe mich in den Anfängen meiner Karriere ja im Maschinenraum rumgetrieben, lange Jahre als SAP-Anwendungsentwickler tätig gewesen und war dann bei einem Münchner Konzern als Inhouse-Consultant im Be Bereich SAP HCM unterwegs, habe da eigentlich alles machen können und dürfen, was man in dem Umfeld so treiben kann, also SAP HCM-Einführungsprojekte, Migrationsprojekte, Upgrade-Projekte. Und insofern sieht man auch hier meine Schwerpunkte. Insbesondere das Thema HR Digitalisierung, hatte ich ja eingehend schon erwähnt, treibt mich und unsere Kunden um. Und zu der Firma vielleicht noch mal ein Satz: Was machen wir? Wir sind ein HR-IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen mit eben hier Sitz in München, gar nicht so weit weg von euch, Armin. Und ja, gegründet 2008, über 45 Personen. Groß, Headquarter in München, wie gesagt, kleinere Niederlassungen in Berlin und Hamburg und auch seit kurzem in Barcelona. Was habe ich für heute mitgebracht? Was habe ich auf der Agenda? Und ja, du musst mich bitte ein bisschen einbremsen. Ich habe es ja im Vorgespräch schon erwähnt, wenn ich loslege, dann höre ich nicht mehr auf zu sprechen. Das Thema ist sehr vielschichtig, dementsprechend auch voll die Agenda. Ja, zum einen würde ich mal gerne eine kleine Einführung in das Thema geben wollen. Was ist denn überhaupt P&F? Prozesse und Formulare steht hinter diesem Kürzel. Ist ein sehr ja, spannendes Modul oder Komponente vom SAP HCM-System und dazu würde ich dann ein bisschen was sagen wollen. Ich habe ebenfalls mitgebracht konkrete Use Cases und Kundenbeispiele, also ausgewählte Kundenprojekte, wo wir eben diese Lösung herangezogen haben, um die HR-Prozesse bei unseren Kunden zu digitalisieren. Wer sich im SAP-Umfeld umtreibt, der kommt auch an diesem Thema SAP Fiori nicht daran vorbei. Also die moderne Designsprache der SAP für, ja, ich sag mal, eine userzentrierte Benutzeroberfläche und auch P&F kann Fiori. Dazu würde ich dann im dritten Kapitel ein bisschen was sagen und eingehen wollen. Und in Kapitel 4 dann das nächste größere Thema in unserem Metier, nämlich SAP SuccessFactors. Wie spielt P&F mit SAP SuccessFactors zusammen? Wichtig zu wissen, denke ich, wenn man hier Digitalisierungsvorhaben anstrebt. Und im fünften Part haben wir dann eine mögliche Vorgehensweise. Es wurde gerade schon angedeutet, da haben wir einen Vorschlag für Sie mitgebracht, wie man so etwas denn angehen könnte. Fleisch an den Knochen bringen könnte, wie ich immer sage. Dazu dann gleich noch mehr. Und den ja, sechsten Block, das wäre dann Ihre Fragen- und Antwortrunde. Sie fragen und ich werde mein Bestes tun, um Ihre Fragen auch zu beantworten. Gut, dann starten wir durch. Einführung in SAP HCM-Prozesse und Formulare. So, ich gehe jetzt natürlich mal davon aus, dass Sie generell SAP kennen und auch HCM. Also die Human Capital Management Lösung der SAP kennen, die klassische On-Premise-basierte Lösung. Ja, im Gegensatz zu der Cloud-Lösung, die Sie vielleicht auch kennen, SAP SuccessFactors. So, das Ganze ist ja eine Suite. Das bedeutet, es ist ein Baukasten mit ganz unterschiedlichen Bereichen, mit denen Sie Ihre personalwirtschaftlichen Prozesse abbilden können. Und wenn man genau hinschaut, dann sehen wir hier unten den Block Prozesse und Formulare. Das bedeutet, dieses Modul ist Bestandteil dieser Suite und sehr artverwandt mit den sogenannten Employee und Manager Self-Services, falls Sie die kennen sollten. Darauf werde ich dann auch gerne nochmal eingehen und ein bisschen was erzählen. Also Bestandteil der kompletten HCM-Suite. So, ja, was kann denn Prozesse und Formulare leisten? Bisschen sperriger Begriff, aber da steckt einiges für Sie drinnen. Zum einen
ist P&F ein Toolset, ja, ein Baukasten, den Sie heranziehen können, wenn Sie kundenspezifische Prozesse implementieren möchten. Also immer dann, wenn der Standard ändert, ist die Zeit für P&F gekommen. Und insofern ja, ist es immer eine Überlegung wert, wenn Sie irgendwelche Digitalisierungsvorhaben vor der Brust haben, da mal reinzugucken, ob dieser Baukasten etwas für Sie leisten kann. Das Ganze ist auch ein integraler Bestandteil, also nicht nur vom HCM-System, sondern auch vom ERP-System. HCM ist ja ein Bestandteil vom ERP und dementsprechend ist auch über die Grenzen von HCM hinaus es möglich, Prozesse im Non-HR-Bereich zu digitalisieren, auch wenn es nicht der Fokus von diesem Baukasten ist. Der SAP-Standard kennt 140 beispielhafte Prozesse, sogenannte Templates. Wohlgemerkt, das sind keine fertigen Prozesse, also kein Standard, den Sie einfach einschalten und nutzen können. Es handelt sich wirklich um Templates, die eher als Kopiervorlagen zu verstehen sind und die Sie dann heranziehen können, wenn Sie eben Ihre konkreten unternehmensspezifischen Prozesse digitalisieren wollen. Also ein Beispiel wäre etwa ein Mehrarbeitsantrag in etwa. Ja, standardnahe Prozessergänzung, das ist, glaube ich, wichtig. Jeder, der sich schon mal mit SAP HCM-Projekten auseinandergesetzt hat, der wird irgendwann an die Stelle kommen, wo es heißt, okay, es ist ein Standardsystem, wir verlassen die Grenzen des Standards. Das wäre jetzt die Stelle, wo man eine Eigenentwicklung tätigen muss. Und an der Stelle kann man mit P&F, sage ich mal, einen Mittelweg gehen und eine standardnahe Prozessergänzung realisieren. Also wirklich Prozesslücken schließen und dabei aber auch Synergien heben und eben das Ganze standardnah umsetzen. Es sind mobile Szenarien möglich, nicht zuletzt durch SAP Fiori. Also wenn auch irgendwelche Genehmigungsvorhaben anstehen, die über Smartphones, über Tablets realisiert werden sollen, auch dann ist P&F das Mittel der Wahl und kann das ermöglichen. Wie wird das möglich? Da SAP P&F ja, greift dazu auf bewährte Technologien zurück. Jeder, der schon mal im Maschinenraum unterwegs war, wird diese Begrifflichkeiten hier kennen. ABAP, Business Workflow, WebDympo, ABAP als etwas ältere Oberflächentechnologie oder SAP Fiori bzw. SAP UI 5, das steckt innerhalb von diesem Baukasten. Also für SAP-erfahrene Entwickler kein absolutes Neuland. Genau, die Benutzeroberflächen sind komplett flexibel und können sich ihren Anforderungen anpassen. In der Regel würde man SAP Fiori nutzen, weil das einfach die modernste Oberflächentechnologie der SAP ist. Aber für spezielle Anforderungen könnte man hiervon abweichen. Man könnte auf beispielsweise Adobe Interactive Fonts zurückgreifen oder aber ein komplett losgelöstes UI drüberlegen. Das ist möglich auf einer anderen technologischen Basis, Microsoft SharePoint beispielsweise. Also das wäre technisch denkbar. So, und das Beste kommt zum Schluss. Keine Lizenzkosten. Ich gehe davon aus, dass Sie dann als SAP HCM-Anwenderunternehmen HCM bereits lizenziert haben und in Verwendung haben. Und dementsprechend haben Sie hier ein Modul bereits lizenziert, was Sie nicht mehr anschaffen müssen. Unter Umständen würden natürlich noch ja, User-Lizenzen, Benutzer-Lizenzen fällig werden für die Endanwender, die angebunden werden und heute noch keinen SAP-User verfügen. Aber wenn Sie jetzt beispielsweise ESS, MSS schon flächendeckend ausgerollt haben, würden hier voraussichtlich keine weiteren Lizenzkosten auflaufen. Gut, ich bekomme oft die Frage gestellt, ja, wie, inwiefern eignet sich denn P&F für unsere HR-Digitalisierung? Und ich habe hier ein paar Fragestellungen mitgebracht, die es Ihnen erleichtern sollen, zu prüfen, ob denn P&F das richtige Toolset für Sie ist. Ich würde es hier gar nicht im Detail darauf eingehen wollen. Sie bekommen ja im Nachgang diese Folien für uns zur Verfügung gestellt. Insofern haben Sie dann die Möglichkeit, hier nochmal tiefer einzutauchen. Aber vielleicht mal hier, um ein, zwei Sachen herauszupicken. Beispielsweise, wenn Sie schon in Ihrem Hause, ich packe mal hier den Punkt 7 heraus, über SAP-Know-how verfügen, interne IT-Ressourcen, vielleicht mit Entwicklerkompetenz, dann bietet es sich immer an, auf SAP-Software zu setzen, um Digitalisierungsvorhaben voranzutreiben, anstelle jetzt irgendwie eine komplett neue Technologie sich ins Haus zu holen. Oder aber, wenn Sie beispielsweise, hatte ich schon angesprochen,
ESSMs als flächendeckende Verwendung haben, dann auch dann bietet sich PNF an, weil sich dieses eben nahtlos hier einfügen kann und im Sinne einer User Experience für die Endanwender einen homogenen Umfang dann darstellen könnte. Ich bekomme auch öfters die Frage bei unseren Kunden, ja, inwiefern hat denn PNF Vorteile gegenüber einer Eigenentwicklung? Das ist ja auch ein legitimes Mittel. Denn ja, wenn Sie eben diese Ressourcen im Hause haben, Entwicklerkompetenz besitzen sollten, haben Sie natürlich immer die Möglichkeit, auf der Plattform SAP mit den Bordmitteln eigene Entwicklungen, Individualprogrammierungen zu tätigen. Und ja, wo grenzt sich denn da PNF von einer Eigenentwicklung ab? Und das habe ich mal hier anhand von dieser Analogie versucht darzustellen. Auf der linken Seite das Massivhausbau oder ein Massivhausbau versus eines Fertighauses. Und ich finde, da gibt es Parallelen zu PNF. Auf der linken Seite wäre die Eigenentwicklung, die ja, ganz nach ihren individuellen Anforderungen Stein auf Stein gebaut wird, nachdem ein Architekt das Ganze auf der Blaupause für sie konzipiert hat. Und dann wird das Ganze wirklich maßgeschneidert für sie, ganz spezifisch vom Bauträger gefertigt. Das wäre eben die Eigenentwicklung. Sie hören schon heraus, geht immer mit entsprechenden Aufwänden und Kosten einher. So, auf der anderen Seite steht eben PNF. Das wäre das Fertighaus. Es gibt viele Kunden, die schon auf PNF setzen. Dazu würde ich dann auch gleich noch ein paar Referenzkunden nennen wollen. Und an der Stelle bekommen Sie eben werkseitig vorgefertigte Teile, die bei Ihnen zusammengesetzt werden und dann ja, Ihren Prozess ergeben oder Ihre Prozesse. Und das Ganze, wie gesagt, spart Kosten und Sie profitieren von Best Practices, die eben hier im Standard ausgeliefert werden. Ganz konkret, was bietet denn PNF out of the box? Und auch hier wieder der direkte Vergleich zu einer Eigenentwicklung, denn hier sind eben die Übergänge immer sehr fließend und an der Stelle möchte ich jetzt auch nicht auf alle Details eingehen. Nochmal der Hinweis, Sie bekommen die Folien von uns im Nachgang zugestellt. Dann können Sie nochmal ein Detail nachlesen. Aber nochmal, um ein Beispiel rauszugreifen, fangen wir gleich ganz oben an. Ein Mehrwert, den Sie durch den Einsatz von PNF im Gegensatz zu einer Eigenentwicklung hätten, ist die Funktionalität der Datenhaltung. Hier muss man wissen, PNF setzt das sogenannte SAP Records Management ein, genauer gesagt das Case Management. Und dort werden sämtliche Antragsdaten persistiert. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Eigenentwicklung tätigen würden, müssten Sie natürlich anhand von kundeneigenen Tabellen irgendwo sicherstellen, dass diese Antragsdaten gespeichert werden können, bevor sie dann am Ende des Tages in Infotypen überführt werden, nach der Genehmigung beispielsweise. Und ja, jeder, der schon mal entwickelt hat, weiß, dass damit natürlich auch entsprechende Aufwände einhergehen. Sie müssen ein Datenmodell konzipieren und, und. Und in dem Fall würde das PNF für Sie komplett übernehmen. Und Sie bekommen eine XML-artige Ablage im Records Management quasi spendiert. Das mal als ein Beispiel. Weitere Details können Sie dann gerne nochmal nachlesen. Gut, ich hatte schon versprochen, einige Use Cases und Kundenbeispiele. Ich habe hier mal eine kleine Auswahl für Sie mitgebracht. Und bevor ich die Ihnen jetzt noch im Detail erläutere, habe ich hier auch nochmal typische Antragsprozesse für Sie aufgezeigt. Wann kommt denn PNF typischerweise bei unseren Kunden zum Einsatz? Und ich habe das mal organisiert nach den klassischen SAP-HCM-Modulen, also der Personaladministration oder PA, dem Organisationsmanagement, also OM und weiteren Systemen. Und Sie sehen schon, ich glaube, hier wird sich jeder von Ihnen, der irgendwo mit Personalwesen was zu tun hat, wiederfinden. Das sind ganz gängige personalwirtschaftliche Prozesse und Anforderungen. Also von, keine Ahnung, beispielsweise der Geburt eines Kindes, die dann bei der Personalabteilung gemeldet werden muss, um vielleicht zum Beispiel einen Sonderurlaubstag in Anspruch nehmen zu können, über den gerade schon erwähnten Mehrarbeitsantrag, der auch ganz klassisch bei großen Konzernen immer wieder vorzufinden ist und der im Standard nicht enthalten ist, Stand heute. Da ist zwar was angekündigt, by the way, im ESS-Umfeld, aber Stand heute nicht enthalten. Oder hier, wenn man jetzt mal die Grenzen zwischen der PA und der OM anguckt, eine Versetzung, ja, eine Person wechselt von einer Planstelle innerhalb des Unternehmens oder aber deren Austritt.
All diese Prozesse, das sind ganz klassische P&F-Prozesse, die Sie eben unternehmensspezifisch über dieses Framework abbilden könnten. Gut. Wie versprochen, einige Kundenbeispiele. Hier mal ein konkretes Kundenprojekt von uns, die Linde-Gruppe. So, die Linde-Gruppe hat, und das ist schon eine besondere Anforderung, mit uns gemeinsam ein großes Digitalisierungsvorhaben weltweit durchgeführt. Und hier ging es erstmal gar nicht so sehr um personalwirtschaftliche Daten. Das SAP HCM-System ist zwar das Trägersystem der Lösung, aber am Ende des Tages ging es darum, die Registrierung externer Mitarbeiter, also externe Freiberufler oder Berater, so wie ich einer bin, zu realisieren. Und das Ganze sollte eben über SAP-Technologie abgewickelt werden und sollte auch mit dem vorhandenen Identity-Management-System, IDM-System, integriert werden, sodass eine bipolare, eine bidirektionale Schnittstelle implementiert werden musste, dass eben Personalstammdaten auf der einen Seite in dieses Identity-Management-System wandern und auf der anderen Seite die erzeugten User-Daten zurück in das SAP HCM-System. Wir haben dann P&F an der Stelle ins Rennen gebracht, obwohl, wie gesagt, kein klassischer HR-Projekt, Prozess. Und ja, die Lösung spricht für sich. Mittlerweile ist die P&F-Lösung in mehr als 60 Ländern in Verwendung. Das ist noch ein etwas älterer Stand, also mehr als 60 Länder weltweit und über 30 Sprachen, denn das ist natürlich auch möglich. Man kann die Oberflächen übersetzen und somit auch lokalisieren, falls erforderlich. Und das Prozessaufkommen an der Stelle, das liegt bei über 1500 Prozessen im Monat. Also es ist schon wirklich eine Masse, die darüber abgewickelt wird. Und ich denke, das spricht für sich. Also auch diese quantitative Menge hier lässt sich mit P&F dann auch bewerkstelligen. Ein anderes Beispiel ist DM Drogeriemarkt, ein langjähriger Referenzkunde von uns. Das ging damals auch durch die Presse. DM hat vor einigen Jahren sämtliche Filialen beziehungsweise sämtliche Filialenmitarbeiter mit Smartphones ausgestattet. Ich denke, das waren 20.000 Endgeräte, die da angeschafft wurden. Und eine Anforderung war, dass sämtliche Anwendungen auch im HR-Bereich auf diesen Smartphones lauffähig sind. Denn Sie können sich vorstellen, diese Filialmitarbeiter, die sind nicht in der Lage, wenn ein Kunde auf sie zugeht und sie anspricht, schnell im Büro zu verschwinden und irgendwelche PC-Abfragen zu starten. Deswegen war die zwingende Erfordernis, dass das Ganze mobil lauffähig sein musste und eben auch alles im personalwirtschaftlichen Umfeld sollte auf diesen Smartphones bereitgestellt werden. So, und damals haben wir P&F mobilisiert, wenn Sie so wollen, oder fiorisiert. Das heißt, wir haben ein Fiori UI, eine Benutzeroberfläche auf Basis von SAP Fiori bereitgestellt, bevor das der SAP Standard überhaupt konnte. Also unsere Lösung an der Stelle, dazu werde ich dann auch gleich ein bisschen was mehr erzählen, war schon vor dem Standard lauffähig und produktiv in Verwendung. Und ja, wir haben bei DM eine ganze Reihe von Prozessen an der Stelle dann eben auf dieser Basis digitalisiert. Zum Beispiel sowas wie eine Arbeitszeitänderung oder eine Versetzung, also eher personalwirtschaftliche Prozesse, wo es sich rund um die Mitarbeiter dreht. So, und dann last but not least habe ich noch einen weiteren Kunden mitgebracht, nämlich MAN, der Automobilhersteller aus dem VW-Konzern. Und hier war der Fokus das SAP Org Management, also Organisationsmanagement oder OM, und zwar rund um die Planstelle, also der Stuhl der Mitarbeiter im Unternehmen, sämtliche Prozesse drumherum, die Neubeantragung, also die Personalanforderungen, wenn Sie wollen, die Planstellenverschiebung, also eine Planstelle wandert vom HR in den IT-Bereich beispielsweise oder vice versa, aber auch ein Austritt oder ein Austritt an der Stelle, das wurde alles über P&F abgebildet. Und das ist ein sehr spannender Case gewesen. Ich habe hier auch einige ergänzende Informationen noch verlinkt, da könnten Sie dann nachlesen, falls Sie da noch Interesse haben. Gut, so, jetzt habe ich sehr viel geredet und ich denke, es macht Sinn, dass Sie die Lösung einmal live erleben. Dazu würde ich Ihnen jetzt gerne mal einen ganz kleinen
ein Prototyp oder einen Mini-Prozess vorstellen wollen. Hier geht es um eine Mitarbeiterversetzung. Wie ist denn hier der Prozessablauf? Und danach würde ich Sie mitnehmen, in das System eintauchen und mal ein paar Impressionen geben, wie die Oberfläche sich darstellt und das Look and Feel von T&F. Sie sehen hier dargestellt über Swimlanes horizontal. Wir haben in diesem beispielhaften Prozess 5 aktive Prozessteilnehmer. Wir haben als Prozessinitiator oder Antragsteller die Führungskraft, den Manager. Wir haben den HR-Business-Partner, wir haben den HR-Professional, genauso wie Payroll-Mitarbeiter oder Entgeltabrechner und den Betriebsrat. All diese Prozessteilnehmer werden digital angebunden an diesen Prozess und gestartet, initiiert wird dieser über die Führungskraft. Das heißt, hier wird der Antrag gestellt, der Vorgang wandert digital an den HR-Business-Partner, der wiederum kann sich den Vorgang angucken, kann den Sachverhalt der Mitarbeiterversetzung prüfen, kann gegebenenfalls auch Rückfragen stellen und den erstmal wieder zurückschicken, also ablehnen an den Antragsteller oder aber den Vorgang für gut befinden und weiterleiten an den HR Professional, also derjenige, der wirklich dann auch das operative Doing tut, der Sachbearbeiter, der sämtliche Details kennt. Der kann dann diesen Vorgang bearbeiten, weitere Konkretisierungen der Antragsdaten vornehmen und das wiederum für eine finale Prüfung, also Sichtung und Prüfung zurück an den Antragsteller schicken, an den Manager, sodass der dann vielleicht nochmal eventuelle Fehler identifizieren kann. Sollte es solche welche geben, kann er das Ganze zurückschicken und der Professional muss hier nochmal nachbessern. Oder aber, wenn er sein Go gibt, die Führungskraft, wird das Ganze weitergegeben an die Entgeltabrechnung, an die Payroll-Mitarbeiter und die wiederum verbuchen die Daten im SAP-System. Jetzt muss man wissen, P&F kann eine Hintergrundverbuchung, was hier bei diesem Kundenbeispiel, das handelt sich auch hier um ein reales Kundenbeispiel, gewählt wurde, ist eine spezielle Form einer halbautomatischen Dialogverbuchung. Das heißt, dieser Prozessteilnehmer wird dann im SAP Backend-System aktiv und verbucht die Antragsdaten, die zuvor über sämtliche Prozessbeteiligten hinweg rundgeschliffen und genehmigt wurden, dann eben systemgestützt im System, in den Infotypen. Und sobald er fertig ist, ist der Vorgang abgeschlossen. Was ich jetzt noch unterschlagen habe, ist die Betriebsratsanhörung. Das ist ein parallel laufender Vorgang. Der Betriebsrat hat an der Stelle auch nicht einen aktiven Part im Sinne von genehmigen oder ablehnen. Er kriegt lediglich den Vorgang zur Kenntnisnahme vorgelegt. So, und was Sie jetzt hier auch schon sehen, ist, P&F ist in der Lage, falls gewünscht logischerweise, an die Prozessteilnehmer zu gegebener Zeit Informationen in Form von E-Mails abzuschicken, sodass dann auch ein reibungsloser Prozessablauf gewährleistet werden kann. Und der jeweilige folgende Prozessteilnehmer weiß, okay, jetzt ist ein Vorgang bei mir eingetroffen und ich kann aktiv werden. Gut, so viel zur Theorie. Dann würde ich vorschlagen, starten wir. Dazu würde ich jetzt hier in die Rolle der Führungskraft schlüpfen und dann eben wirklich auch einen Antrag mit Ihnen gemeinsam auf den Weg schicken wollen. Dazu beende ich jetzt mal meine PowerPoint-Präsentation. Ein Wechsel auf diesen Bildschirm. Gut, was Sie jetzt hier sehen, das ist das sogenannte SAP Fiori Launchpad. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das schon kennen. Das ist quasi ein Mitarbeiterportal aus dem Hause SAP, eine zentrale Homepage für Prozessteilnehmer, in dem Fall eine Führungskraft. Sie erinnern sich, ich bin als Führungskraft angemeldet. Ich habe hier verschiedene Apps im Zugriff, die ich über diese Kacheln anstoßen kann. Das Ganze ist rollenspezifisch, das heißt in Abhängigkeit davon, wer ich bin, welche Rolle ich im Unternehmen habe, bekomme ich hier andere Kacheln dargestellt als meine Kolleginnen und Kollegen. Und das Ganze ist auch natürlich auf Ihr CI anpassbar. Sie sehen jetzt hier im Hintergrund haben wir unsere Räumlichkeiten in München, unser Headquarter in München als Bild eingehängt. Das kann natürlich auch auf Ihr individuelles CI angepasst werden. So, hier oben links sehen Sie die Kacheln rund um P&F
Und ich würde Ihnen jetzt gerne insbesondere das Thema HR-Prozess starten demonstrieren wollen. An der Stelle ist nämlich jetzt die Führungskraft in der Lage, P&F-Prozesse zu initiieren. Was Sie hier sehen, ist die erste Funktion, nämlich die sogenannte Prozessauswahl. Hier wird dem Antragsteller die Möglichkeit angeboten, aus den vorhandenen P&F-Prozessen den richtigen herauszusuchen. Auch wieder in Darstellung von Kacheln. Sollte es sehr viele Prozesse geben, kann man hier nach dem geeigneten suchen. Genau, wir wollen uns jetzt hier in dem Fall die Versetzung eines Mitarbeiters angucken und das auf den Weg bringen. Deswegen klicke ich jetzt mal hier drauf und ich bin jetzt in der sogenannten Mitarbeiterauswahl. An der Stelle muss ich als Führungskraft aus meinem Verantwortungsbereich die Personen heraussuchen, die ich auf den Weg bringen möchte. Und ja, ich habe dazu verschiedene Sichten. Eine Sicht ist die direkt unterstellten Mitarbeiter. Das sind quasi die, die im SAP-Organisationsmanagement mir unmittelbar zugeordnet sind. Ich kann die indirekten mir angucken, also alle darüber hinaus. Wenn ich Bereichsleiter bin, habe ich vielleicht mehrere Abteilungen unter mir. Und ich kann mir natürlich auch ganz übergreifend alle Mitarbeiter anzeigen lassen, die mir irgendwo unterstellt sind. Sie sehen, ich kriege jetzt hier eine Liste und kann jetzt aus dieser Liste die entsprechende Person heraussuchen. Und zwar möchte ich mit Ihnen gemeinsam die Andrea Lawson verschicken oder eine Versetzung beantragen, um es genau zu nehmen. So, die arbeitet heute im Sales Deutschland Bereich und ich würde sie gerne eine Ebene umziehen, also quasi vom Sales Deutschland Bereich international eine Hierarchie-Ebene nach oben befördern. Dazu wähle ich die Kollegin aus und was Sie jetzt hier sehen, das ist jetzt auch schon P&F, nämlich das sogenannte Antragsformular zu diesem Prozess. Sie sehen hier oben einen Header, der kann ausgestaltet werden, je nach Ihren Anforderungen und bestimmte Grunddaten tragen. Ich sehe hier verschiedene Registerkarten, dazu komme ich dann später auch nochmal genauer oder im Detail. Wichtig im ersten Schritt sind hier die Antragsdaten. Wir haben natürlich jetzt hier bei diesem beispielhaften Prozess nur eine rudimentäre Auswahl, eine beispielhafte Auswahl an Datenfeldern platziert. Das Ganze kann man hier schick anordnen anhand von solchen Strukturierungselementen. Wichtig ist, das ist jetzt auch schon SAP Fiori, was Sie hier sehen. Also eine sehr schicke Designsprache, die auch auf mobilen Endgeräten komplett lauffähig ist. So, was wollen wir machen? Wir wollen die Kollegin Andrea, sagen wir mal zum August, das kann ich hier über diesen Time-Picker aussuchen, möchten wir sie versetzen. Und zwar möchten wir sie, hatte ich ja gerade erwähnt, vom Sales Deutschland Bereich eine Ebene nach oben befördern. Wie man jetzt hier, wir haben es gesehen, nach dieser Zielorganheit suchen kann, das ist eine Frage der Ausdefinition und Implementierung. Wir haben jetzt hier eine solche Suchhilfe dahinter gelegt. Da sind verschiedenste Varianten denkbar. Ich wähle jetzt den Sales-Bereich aus. Und ja, was man auch hier sehen kann, ist, dass sogenannte dynamische Feldabhängigkeiten im P&F möglich sind. Das heißt, ich kann in Abhängigkeit von diesem Radio-Button bestimmte Datenfelder einblenden oder ausblenden lassen. Das kann ich natürlich auch im großen Stil machen. Und ich würde jetzt hier der Kollegin quasi eine neue Gehaltsstufe mitgeben können. Sie sehen, sie ist jetzt aktuell in J1, also diese Tarifstufe. Und mit der Beförderung würde sie dann eben eine Stufe nach oben wandern. Also ihre Zieltarifstufe ist die S1. Sie sehen auch, das Ganze ist ein Mussfeld. Also ich muss hier eine Eingabe tätigen, ansonsten kann ich das Ganze hier unten nicht abschicken und ich kriege eine Fehlermeldung vom System. So, und hier kann ich an der Stelle noch einen Kommentar für meinen folgenden Prozessteilnehmer mitgeben. Genau. So, bitte prüfen und genehmigen wäre jetzt ein Kommentar, den ich meinen mir nachfolgenden Prozessteilnehmer mitgeben möchte. Ich kann es nochmal kurz checken und dann hier auf den Weg bringen. So, Sie sehen, hier wird jetzt eine Prozessreferenznummer erzeugt. Das ist eine laufende ID, die diesen Prozess, diesen Vorgang eindeutig identifiziert. Und ich springe zurück zu meiner Prozessauswahl und kann von hier aus auch jederzeit wieder zurück auf mein Fiori Launchpad gehen. So, vielleicht nochmal kurz zurück zu unserem Prozessablauf. Ich war jetzt der Antragsteller, ich habe das auf den Weg gebracht. Jetzt landet der Vorgang beim HR Business Partner als ein mir nachfolgender Akteur in der Prozesskette
Und als dieser möchte ich mich jetzt noch anmelden. Dazu öffne ich hier an dieser Stelle mal ein neues Fenster. So. Melde mich jetzt am Fiori Launchpad an als dieser HR Business Partner. Genau. So. Wenn Sie scharf hingesehen haben, werden Sie feststellen, ich habe jetzt auch schon weniger Kacheln als die Führungskraft. Liegt daran, weil das Ganze rollenspezifisch ist, hatte ich bereits schon erwähnt. Und ich habe jetzt hier eine Kachel, die sogenannte My Inbox oder Mein Eingang. Das ist ein zentraler Arbeitsvorrat. Im Hintergrund ist nämlich mit dem Anstarten von P&F ein Business Workflow angetriggert worden, also ein technischer Mechanismus, der jetzt mich als nächsten Prozessteilnehmer automatisch adressiert hat. Und ich habe jetzt hier einen Vorgang mehr. Sie sehen, ich habe schon 28 Items in meinem Posteingang. Ich habe mal ein bisschen geschlafen und eine Zeit lang nichts mehr gemacht. Und die werden jetzt hier links dargestellt. Auf der rechten Seite wird das Item inhaltlich geöffnet und mir angezeigt. Und Sie sehen jetzt hier diesen Vorgang von gerade eben. Also das war das, was ich jetzt hier von der Uhrzeit gerade auf den Weg gebracht habe. Hier würden jetzt ein paar Grundinformationen mir dargestellt werden. Und unten rechts kann ich aus dieser Inbox heraus nun diese Aufgabe öffnen und lande direkt in diesem P&F Antragsformular. Bin jetzt allerdings eine andere Ebene, ein anderer Prozessschritt. Dementsprechend reagiert das UI anders. Ich habe jetzt hier lediglich Ausgabefelder. Ich kann jetzt hier keine Eingaben mehr tätigen, weil das eben im Customizing von P&F so verankert wurde, dass das hier nicht gewünscht ist. Ich sehe den Kommentar, den mir mein Vorgänger, die Führungskraft, mit auf den Weg gegeben hat. Ich prüfe den ganzen Vorgang. Ich kann mir übrigens, und das wäre jetzt auch hier schon eine weitere Funktionalität, nochmal angucken, wie stellt sich denn generell der Prozessverlauf dar? Sie sehen, also mir vorgelagert war die Führungskraft, dieser Prozessschritt ist erledigt. Jetzt liegt das Ganze bei mir und parallel geht das auch gleichzeitig an den Betriebsrat, diese Betriebsratsanhörung, die eben hier parallel stattfindet. Und ich sehe hier die nächsten Schritte, die dann anstehen würden, wenn quasi diese Prozesskette eingehalten wird. Genau. Gut, an der Stelle würde ich jetzt sagen, ist okay. Und kann diesen Vorgang genehmigen. Ich hätte natürlich auch die Möglichkeit abzulehnen, wenn die Führungskraft irgendwelche falschen Eingaben übermittelt hat. In dem Fall genehmige ich das Ganze. Antrag wurde genehmigt und somit landet der Vorgang jetzt wiederum in der Inbox der mir nachfolgenden Person. Auch das möchte ich Ihnen demonstrieren. Deswegen schließe ich jetzt hier nochmal das Fenster und werde Ihnen jetzt mal einen Einblick geben, wie sich das bei dem nächsten Prozessteilnehmer darstellt. Und zwar möchte ich mal diese parallele Darstellung wählen des Betriebsrates. Sie erinnern sich, man konnte hier eben parallel bestimmte Dinge auf den Weg bringen. Und der Betriebsrat, der hat diesen User hier. Genau. So, ich bin jetzt als Betriebsrat angemeldet. Ich sehe erneut weitere Kacheln und sehe hier genau einen Vorgang in meinem Arbeitsvorrat, in meiner Inbox. Und das Ganze ist jetzt insofern besonders, ja, weil ich hier kein Genehmigen ablehnen habe. Das wurde jetzt von uns so ausgeprägt, dass das eine reine Information ist. Hier ist mal ein verbaler Text dargestellt. Das lässt sich natürlich individuell ausgestalten. Der große Vorteil ist, hier wird natürlich im Hintergrund dokumentiert, also von dem Hintergrund Compliance und ähnlichen Dingen, wird hier natürlich jetzt festgehalten, dass das Ganze zur Kenntnis genommen wurde. Ich kann auch als Betriebsrat nochmal einen bestätigenden Kommentar mitgeben. Und somit ist aus Sicht des Betriebsrates dieser Vorgang auch schon abgeschlossen. So. Jetzt muss ich mal kurz spicken, wo wir hier sind im Ablauf. Genau, jetzt parallel hatte eben der HR Professional diesen Vorgang auch auf den Tisch bekommen. Und
In dessen Rolle schlüpfe ich jetzt auch. Genau. So. Auch der hat einige Eingänge. Einer davon sollte unser Antrag von eben sein. Genau, hier ist er auch. Auch hier kann dieser Prozessteilnehmer das Ganze öffnen, sieht die Historie der eingegebenen Kommentare, was jetzt neu ist. Er hat hier ein weiteres Feld bekommen. Das ist wichtig zu wissen. Das heißt, in Abhängigkeit von dem Prozessteilnehmer ist es möglich, auf dem Antragsformular sehr flexibel zu reagieren und neue Informationen einzublenden und somit auch den Prozess Schritt für Schritt um weitere ergänzende Informationen anzureichern. Genau, so, dieser Sachbearbeiter würde jetzt die Zielplanstelle auswählen und hätte aber auch noch die Möglichkeit, hier regulierend auf die Felder einzuwirken, die für ihn vorgesehen sind. Ich hatte ja gesagt, er hat S1 ausgewählt, die Führungskraft. Jetzt könnte dieser Sachbearbeiter hier nochmal das Ganze übersteuern, wenn er das möchte. Ich sage jetzt, er ist einverstanden, er genehmigt das Ganze. Auch in diesem Fall geht das jetzt einen Schritt weiter. Und jetzt würde das wiederum bei der Führungskraft selber landen. Ja, ich hatte Ihnen gesagt, diese Führungskraft bestätigt den Vorgang nochmal final, also hat nochmal eine kontrollierende Funktion. Dazu muss ich gar nicht viel machen. Ich bin hier noch in meiner Inbox angemeldet. Frisch das Ganze hier mal ganz kurz auf. Genau. Und sollte jetzt hier den Vorgang auf dem Tisch haben. So, voilà, das ist der Vorgang. Jetzt kann ich das Ganze hier final prüfen, bestätigen oder ablehnen, falls noch irgendwelche inhaltlichen Fehler drin sind. Ich tue das Ganze jetzt hier bestätigen. So, und jetzt landet das beim Entgeltabrechner zur formalen Verbuchung im System. Bevor wir uns das jetzt nochmal angucken, möchte ich Ihnen aber nochmal eine weitere Funktionalität zeigen, die jetzt hier dieser Führungskraft zur Verfügung gestellt wurde, die aber auch anderen Prozessteilnehmern an die Hand gegeben werden kann, und zwar beispielhaft diese Prozessübersicht. Also wir hatten jetzt hier diesen Prozess gestartet und durch die Organisation geschliffen, was man den Prozessteilnehmern im Zuge von P&F auch noch geben kann, ist diese Funktionalität, nämlich eine sogenannte Prozessübersicht. Diese ermöglicht es, dass ich als Antragsteller oder Prozessteilnehmer jederzeit mir einen Überblick über den Status eines Prozesses, einen Überblick über diesen Prozess verschaffen kann. Ich sehe also, wann wurde dieser Prozess auf den Weg gebracht? Wie ist denn diese Prozessreferenznummer? Wie ist der aktuelle Status? Bei wem liegt der Vorgang? Falls sich hier irgendetwas verzögert, kann ich auch direkt zum Hörer greifen und da mal nachfragen. Ich habe also absolute Transparenz über den ganzen Prozess. Ich kann hier auch einsteigen und mir diesen Antrag nochmal im Detail darstellen lassen, anzeigend wohlgemerkt. Damit bin ich in der Lage, auch historische Vorgänge nochmal nachträglich mir anzeigen zu lassen. Und somit habe ich halt, wie gesagt, eine Stärkung, eine schnellere Prozesslaufzeit garantiert, weil einfach jedem Prozessteilnehmer zu jedem Zeitpunkt transparent ist, wo der Vorgang liegt. Gut, so, dann letzter Schritt in unserem Prozess. Wir sind inzwischen hier angekommen. Der Payroll-Mitarbeiter kann das Ganze jetzt verbuchen. Und hier ist die Besonderheit, da es sich um einen Power-User handelt, also keinen Gelegenheitsanwender, wie vielleicht der Betriebsrat oder die Führungskraft einer ist, arbeitet dieser im SAP Backend. Ich bin hier angemeldet, das ist der SAP GUI, den Sie hier sehen. Also ich bin jetzt in die Rolle des Entgeltabrechners geschlüpft und habe jetzt hier die Möglichkeit, über meine gewohnte Umgebung hier in den sogenannten Business Workplace einzusteigen.
Das ist einfach eine andere Darstellung der Work-Items, die für mich relevant sind, also eine etwas ältere Sicht sozusagen auf Workflows. Und Sie sehen jetzt hier, habe ich 25 Workflows in meinem Eingang und unter anderem diesen Vorgang hier vom 21.04. An der Stelle habe ich jetzt die Möglichkeit, das Work-Item zu öffnen und eben diese halbautomatische Datenverbuchung durchzuführen. Das bedeutet, und das ist jetzt wie gesagt kein P&F mehr, ich hatte es kurz angedeutet, das ist eine von uns getätigte Eigenentwicklung, die wir für diesen Kunden damals implementiert hatten. Hier geht es darum, dass eben diese ganze Hintergrundverbuchung nochmal flexibler gestaltet werden sollte, insofern, dass der Entgeltabrechner hier einwirken kann. Und ja, Sie sehen, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, nochmal mir einen Sachverhalt anzugucken, Personalstammdaten anzugucken. Ich kann hier die Antragsdaten verbuchen. Das läuft dann technisch über die Batch-Input-Technologie. Ich habe hier die Möglichkeit, weitere Tools anzubinden, wie zum Beispiel eine Vertragserstellung über diverse Anbieter auf dem Markt oder aber über Microsoft Word Serienbrieffunktionalität oder. Eigentlich sollten Sie jetzt hier auf der linken Seite die Antragsdaten sehen. Da funktioniert ja gerade was auf unserem Entwicklungssystem nicht ganz ordentlich. Also eigentlich würden Sie hier die vollständigen genehmigten Antragsdaten dann auch angezeigt bekommen, bevor Sie jetzt eben hier die Hintergrundverbuchung starten. So, da würde ich jetzt gar nicht mehr weiter darauf eingehen wollen. Wir haben jetzt hier im Schweinsgalopp diesen kompletten Prozessablauf durchlaufen. Ja, ich würde jetzt gerne mit der Präsentation fortfahren. Ich würde Sie auch nochmal ermutigen wollen, wenn Sie Fragen haben, bitte immer raus damit und gerne in den Chat schreiben. Ganz kurze Wasserstandsmeldung. Wie viele Minuten habe ich denn noch Zeit, damit ich hier nicht mich in Rage rede? Wir haben noch eine gute Viertelstunde das Webinar angesetzt. Also wenn wir vielleicht in den nächsten 5 Minuten zum dritten Teil, zum Fragenteil übergehen könnten, dann haben wir da noch ein bisschen Raum. Die ersten Fragen sind schon eingetroffen, sehe ich gerade. Super, vielen Dank. Ich rede noch ein bisschen schneller. Also über das Thema Fiori hatten wir schon viel gesprochen, da will ich schnell drüber hinweggehen. Sie haben jetzt eben gesehen gehabt, dass es eine Fiori-Oberfläche gibt. Die gibt es im Standard, ja. Und natürlich als unsere Lösung. Sie hatten gerade unsere Lösung gesehen. Vor- und Nachteile stehen im Detail hier in dieser Präsentation. Auch die Verweise auf die entsprechenden Fiori-Apps in der Apps Reference Library. Da können Sie sich den Standard mal angucken. Deswegen würde ich da jetzt etwas schneller drüber hinweg springen wollen. So, das ist, glaube ich, noch ein wichtiges Thema, das Sie auch umtreiben dürfte. Inwiefern ist denn P&F auch zukunftsträchtig? Ja, also Stichwort SAP Success Factors. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie generell diese beiden Bereitstellungsvarianten kennen der SAP. Auf der linken Seite haben wir das klassische On-Premise. Also das SAP ERP HCM, wo wir uns jetzt gerade bewegen, und auf der rechten Seite Success Factors, also die Cloud-Lösung der SAP. Und wie Sie ja vielleicht mitbekommen haben, wird es eine Nachfolgelösung geben für SAP ERP HCM. Das Ganze nennt sich dann H4S4, also SAP HCM vor S4HANA. Und dort wiederum ist das Modul P&F enthalten. Hier sehen Sie eine Auflistung aller Module, die auch in dieser Lösung enthalten sein wird. Und dementsprechend haben Sie bis mindestens 2040 auf der Roadmap eine Garantie, dass P&F auch funktionstüchtig ist. Und was natürlich auch denkbar wäre, das habe ich hier mal angedeutet, was Sie hier sehen, sind verschiedene Bereitstellungsvarianten, also Mischformen zwischen Cloud und On-Premise. Und was denkbar wäre, ist, dass Sie hier auch P&F zum Einsatz bringen und eben bei diesen verschiedenen Varianten in Stellung bringen. Das Einzige, wo P&F zugegebenermaßen dann nicht mehr lauffähig wäre, ist dieser Full Cloud-Ansatz, also wenn Sie 100% Ihrer personalwirtschaftlichen Lösungen in der Cloud verortet haben. Ansonsten Modelle 1, 2, 3 und 5. Dort ist P&F grundsätzlich mal möglich. Man muss natürlich dann im Detail hingucken, was es für Sie bedeutet. Auch der Prozessablauf muss dann im Detail betrachtet werden, aber prinzipiell erstmal möglich.
Gut, so, und dann vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zum Thema mögliche Vorgehensweise. Hier habe ich Ihnen noch mal ein paar Erfahrungswerte mitgebracht. Die würde ich Ihnen auch noch mal ganz kurz anteasern wollen. Das sind einfach Lessons learned aus verschiedensten P&F-Implementierungsprojekten. Ich würde Ihnen nahelegen wollen, das auch zu beherzigen. Damit steht und fällt der Erfolg Ihres Digitalisierungsprojektes. Also insbesondere, wenn ich das nochmal highlighten darf, dieses Thema Prozessablaufplan. Wie genau stellt sich der Prozess denn dar? Welcher Prozessteilnehmer soll wann was im System tun? Gibt es womöglich irgendwelche Eskalationsfristen, also Termine, die eingehalten werden müssen, die durch den Workflow vielleicht auch sichergestellt werden sollen? Das sind ganz wichtige Fragestellungen. Die anderen Punkte, wie Sie hier sehen, in dem Folienmaterial. Und das hier wäre jetzt ein möglicher nächster Schritt, wenn Sie in Richtung P&F gehen möchten. Auf der linken Seite hätten Sie jetzt unser Angebot, was wir Ihnen anbieten können, einen Scoping-Workshop, also konkret bei Ihnen in einem eintägigen Format zu prüfen, wie sind Ihre Rahmenbedingungen, passt vielleicht P&F oder auch nicht, um eben Ihre HR Digitalisierung voranzutreiben. Und die Alternative dazu, die steht natürlich auch immer, dieses Angebot unsererseits, nämlich die vollwertige Fachkonzeption, also wirklich mit Ihnen gemeinsam und Ihren Stakeholdern zu gucken, wie stellt sich das Digitalisierungsvorhaben dar und was müssen wir tun, um dieses zum Erfolg zu bringen. Gut, Gut, so. Michael, es trudeln die Fragen ein. Ich sage vielleicht vorweg schon mal, falls wir die Fragen nicht alle jetzt im Rahmen der verbleibenden Zeit beantworten können, werden wir auf jeden Fall die auch nochmal schriftlich beantworten. Aber ich würde sagen, lasst uns starten. Vielen Dank auch nochmal für das Angebot an der Stelle. Und ich denke, wir legen einfach mal los. Und ich fange mal an mit der ersten Frage. Hier geht es sozusagen um die Thematik IDM. Es ist sozusagen eine Feststellung, die lautet, das heißt, es wäre möglich, quasi nicht nur die Daten aus dem SAP ans IDM zu senden, sondern auch umgekehrt, Fragezeichen. Ja, das ist möglich. Allerdings natürlich mittels Custom Development. Also im Standard ist das nicht vorgesehen. Es gibt keine Standardintegration oder Schnittstelle von SAP P&F in Richtung von irgendwelchen IDM-Systemen. Was jetzt bei Linde passiert ist, das war ja der Case, den ich gezeigt hatte. Wir haben quasi eine Schnittstelle implementiert, die über P&F getriggert wird, um eben diesen Datenaustausch zwischen diesen beiden Systemen zu gewährleisten. Also Eigenentwicklung. Ganz klar. Und dann ist erstmal sehr viel möglich, auch im P&F-Umfeld. Okay, klasse, vielen Dank. Dann eine Frage nochmal: Ist P&F überhaupt noch zukunftsfähig vor dem Hintergrund SAP Success Factors? Genau, das hatte ich gerade schon angedeutet. Generell ist ja SAP Success Factors die Go-Forward-Solution der SAP. Das bedeutet, ja, die meisten Innovationen der SAP werden eben über die Cloud bereitgestellt. Und wenn Sie sozusagen die Anforderungen haben, hier immer sehr ganz oder sehr innovativ unterwegs zu sein, oder es gibt auch diverse andere Argumente, die für einen cloudbasierten Ansatz sprechen, dann wäre eben immer SAP SuccessFactors das Mittel der Wahl. Aber dennoch, P&F, was ja Bestandteil von der SAP HCM On-Premise Suite ist, wird über dieses H4, S4-Thema mindestens noch bis 2040 von der SAP ja, vorgehalten und betrieben oder gewartet werden. Und insofern haben Sie einen sehr langen Planungshorizont und Investitionen, die Sie tätigen, gehen dann an der Stelle auch nicht verloren, sondern können eben von SAP HCM überführt werden in die Nachfolgelösung H4, S4. Okay, verstehe. Dann heißt es hier noch, ist das wie das Tool Advisor Data ein Prozess-Workflow-Tool? Kannst du damit was anfangen? Kannst du das nochmal wiederholen? Das habe ich akustisch nicht verstanden. Die Frage lautet, ist das wie das Tool Advisor Data ein Prozess-Workflow-Tool?
Da verstehe ich die Frage leider nicht ganz. Also ich hatte ja ausgeführt, dass P&S im Kern auch Business Workflow als Technologie beinhaltet. Das heißt, diese SAP-Standardtechnologie, Basistechnologie kommt dort voll zum Einsatz und kann mit jeder Ausprägung auch oder nahezu jeder Ausprägung zum Einsatz kommen. Insofern ist P&F auch ein Workflow-Tool, wenn Sie so wollen. Ich glaube, dann kann man die Fragen mit Ja beantworten. Man kann das entsprechend mit abbilden. Ja. Okay, dann geht es weiter. Erfolgt der Start immer über die Kachel-HR-Prozesse oder kann auf dem Fiori-Launchpad auch direkt ein Prozess als Kachel verlinkt werden? Klar ist ja, das geht, aber nicht im Standard. Also, was man natürlich machen kann, ist, man braucht diese Zwischenschicht der Prozessauswahl nicht. Das hatte ich ja gezeigt. Die haben wir bei einem Kunden implementiert, da der eine sehr große Anzahl an Prozessen hatte und wir die Anzahl der Kacheln auf dem Fiori Launchpad gering halten wollten. Deswegen nochmal so eine Zwischenschicht. Aber ja, es ist technisch möglich, über Kacheln die P&F-Prozesse dezidiert anzusprechen, dann eben über unsere auch gezeigte Best-Practice-Lösung, also eine ein Fiori-Connector, wie wir es nennen, also am Ende des Tages eine Beratungslösung, die wir an der Stelle anbieten. Okay. So, und dann kommt noch eine Frage. Habe ich das korrekt gelesen? Wenn Payroll und Prem, dann kann P&F nicht genutzt werden. Doch, kann. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie auf das Bereitstellungsmodell Core Hybrid anspielen. Also in dieser Variante verbleibt die Entgeltabrechnung und die Zeitwirtschaft im SAP On-Premise, im HCM. Und andere Daten, insbesondere die Core HR-Daten, verbleiben oder werden in die Cloud überführt. Also eine Mischform, eine hybride Form zwischen Cloud und On-Premise. Und ja, in dieser Variante ist das Master-System das SAP Success Sectors, aber die haben ja technisch die Payroll in einem SAP ERP HCM-System und somit auch P&F dort voll funktionsfähig vorliegen. Und technisch ist das Ganze möglich. Ob es dann aus Prozesssicht Sinn macht, muss man sich angucken. Was erstmal möglich ist, dass P&F auch in die Cloud hinein Daten schreiben oder lesen kann. Über APIs wird das möglich. Zum Beispiel über die Business Technology Plattform kann man das Ganze auch Standard, nicht Standard, also SAP-nah implementieren oder über Microsoft Azure. Das wäre eine andere Möglichkeit der Integration. Also erstmal ist da sehr viel möglich. Der Teufel steckt im Detail und insofern wäre dann vielleicht auch so ein Scoping-Workshop für der richtige erste Schritt. Klasse. Gut, dann merke ich, haben wir Fachpublikum, also eine Frage, wo ich gerne auch noch eine persönliche Frage mit beisteuern wollen würde, geht in Richtung Endgeräte, vor allem auch mobile Endgeräte. Also meine persönliche Frage wäre, sind tatsächlich Interaktionen auf mobilen Endgeräten bei diesen Anwendungen in der Praxis ein großes Thema? Fragezeichen. Und hier wird eben nochmal nachgeschoben und gefragt. Es wurde gezeigt, dass P&F-Prozesse auch auf mobilen Endgeräten dargestellt werden können. Sind diese Oberflächen vollständig responsive? Genau, also prinzipiell ist es so, dass im HR-Kontext mobile Endgeräte nicht ganz die oder nicht so die wesentliche Rolle spielen. Also meistens werden die Daten dann doch eher über einen Desktop eingegeben. SAP Fiori-Anwendungen sind ja auch auf dem Desktop lauffähig, ganz normal im Browser, wie Sie es jetzt gerade bei mir gesehen haben. Was aber schon auch im HR-Umfeld immer wieder angefragt wird von den Kunden, sind Genehmigungsprozesse. Also wirklich eine Führungskraft oder ein Betriebsrat soll über ein mobiles Endgerät, egal ob Tablet oder Smartphone, genehmigen oder ablehnen können. Das wird dann schon nachgefragt. Aber jetzt irgendwelche Versetzungsinformationen werden nicht auf dem Handy eingegeben in der Regel. Und um deine Frage zu beantworten, ja, SAP Fiori beziehungsweise SAP UI 5, die Programmiersprache dahinter, basiert ja im Kern auf HTML5. Und das ist ein Webstandard, ein Internetstandard, der wiederum voll responsive ist. Und sogar, wenn Sie das wünschen,
adaptive ist. Also nicht nur, dass ich das, die Webanwendung an das Endgerät anpassen kann. Also auf einem Smartphone wird das Ganze dann eben verkleinert dargestellt oder hochkant oder wie auch immer. Adaptive bedeutet, dass Sie auch die Fiori-Applikation reduzieren können. Weil auf einem Smartphone habe ich weniger Platz als auf einem Tablet beispielsweise und dann könnten die nicht so relevanten Datenfelder ausgeblendet werden. Wenn ich das Smartphone tue, die Eingaben tue, im Gegensatz zu einem Tablet, wo ich vielleicht dann doch wieder einen größeren Bildschirm habe. Vielen Dank. Also ich merke schon, wir haben es hier wirklich mit einem Fachpublikum zu tun, die wirklich es genau wissen wollen. Wir haben auch, denke ich, mit dem Webinar hier wirklich einen Deep Dive gemacht. Ihr habt da wirklich gehaltvolle Informationen für eben dieses Fachpublikum auch drin. Und ich merke schon, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind da wissbegierig und wollen einen weiteren Schritt gehen. Ich will nochmal darauf hinweisen, also zum einen, wir werden uns darum kümmern, dass wir einen Download-Link nochmal bereitstellen für die Unterlagen zum einen. Und dann möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr dann entsprechend, wenn ihr die Aufzeichnung zur Verfügung gestellt bekommt, eben auch mit uns in Korrespondenz treten könnt, um eben so ein Scoping-Workshop mit uns zu starten. Wir organisieren dann Termine, wir organisieren möglicherweise auch so kurze Vorab-Gespräche. Ich glaube, Michael, das haben wir jetzt gar nicht so frei vereinbart, aber ich würde mal sagen, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier im Webinar vielleicht, dass du für den einen oder anderen mal eine halbe Stunde Vorabgespräch einfach mal on top gibst, bevor man in Scoping-Workshop startet. Wenn du mitgehst, würde ich das jetzt spontan einfach mal so aus der Hosentasche ziehen und sagen, das machen wir, also erinnern sich bei uns und machen den ersten Schritt. Jetzt haben wir noch eine Frage. Ich denke tatsächlich, dass wir alle Fragen soweit erstmal beantwortet haben. Wenn nicht, gerne nochmal im Chat. Wir kommen dann nochmal auf den E-Mail-Weg auf Sie zu. Eine Frage haben wir noch. Die lautet, worin unterscheiden sich das SAP Fiori Standard UI und das von Ihnen erwähnte Best Practice? Genau, also unsere Lösung, das erwähnte UI oder auch gezeigte UI, hat einen wesentlich höheren Reifegrad als SAP Standard, der jetzt erst seit Oktober 2019 in der Apps Reference Library verfügbar ist. Der umfasst genau zwei Apps. Ich würde vorschlagen, wir stellen ja eh die Präsentationsunterlagen zur Verfügung. Da würde ich nochmal zwei, drei Folien zu dem Thema einhängen. Würde jetzt, glaube ich, in der kürzesten Zeit zu tief gehen. Also es gibt schon eine ganze Reihe von Mehrwerten, die mit unserer Lösung daherkommen. Ist halt immer am Ende des Tages eine Frage, wie sich Ihre Anforderungen darstellen und dann auch eine Abwägung von Kosten und Nutzen. Ja. Gut, dann sind wir am Ende von dem heutigen Webinar angekommen. Lieber Michael, ich möchte mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken. Ich möchte mich ganz herzlich auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken. Es war für uns ein besonderes Webinar, wo wir tatsächlich mal ein sehr, sehr spezielles Prozessfeld uns gemeinsam mit Michael angeschaut haben. Wir haben auch Fachpublikum hier bedient. Das war sehr, sehr spannend. Herzlichen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und an der Stelle auch nochmal der Aufruf, folgt uns auf den Social-Media-Kanälen, auf YouTube. Vor allem sind wir auf LinkedIn vertreten, aber auch auf Instagram. Tauscht euch mit uns aus. Und wie gesagt, wir stellen gerne den Kontakt zu Michael her. Ob es jetzt der Scoping-Workshop wird oder ein einstündiges, kostenloses Vorabgespräch. Vielen Dank für die Teilnahme und wir freuen uns, euch alle bald bei einem unserer weiteren Webinare begrüßen zu dürfen. Alles Gute und bis bald. Ciao, Michael. Danke. Dankeschön. Ciao. Ciao.